Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Der ein oder andere wundert sich, warum stehen wir denn wieder hier und warum sind denn diese komischen Viechers da wieder am Leben? Ja, das kann ich euch ganz einfach erklären. Als wir fertig waren mit der letzten Folge und ich dann am Ende gespeichert habe, ist es abgekackt. Aber ist nicht so schlimm, wir haben nicht so viel Progress verloren. Es sind nur diese zwei Viecher und ein paar Leute da, die ich schon platt gemacht hatte. Ich war da ja schon dabei und hatte ein bisschen diese Banditen da vorne ausgenockt und das fehlt uns jetzt halt wieder, aber ist nicht so schlimm. Oh, komm mal ran, du. Komm mal ran, du. Oh. Wie gut der da ausgewichen ist, Alter. Nicht schlecht, oh. Respekt, Respekt. Okay, jetzt ist die Frage, gehen wir da wieder hin oder lassen wir das erstmal? Oh, Goblinbeere, nice. Da hatten wir halt schon zwei platt. Mit eher mehr Glück als Verstand, würde ich mal sagen. Also wirklich gekonnt war das jetzt nicht. Das war mehr Glück als Verstand. Ich würde sagen, wir machen das anders. Oder versuchen wir es doch nochmal. Es hat ja irgendwie geklappt, sagen wir mal. Ne? Spiel speichern. So, wir sind bei Folge 56 angelangt. So, ich versuche jetzt mein Glück trotzdem nochmal. Eigentlich muss ich ja nur ein paar Agro machen. Man könnte auch mit dem Feuerball arbeiten. Ich versuch's erst nochmal wieder so. Hallo? Ich mach dich fertig. So, guck mal. Jetzt kommt die nämlich. Jetzt gehe ich ein bisschen in Deckung. Scheiße, bin ich gut. Nein, hat nicht geklappt. Die Deckung ist scheiße. Hier kann ich noch getroffen werden. Okay, Spiel laden. Moment nochmal. Wir kriegen das hin. Wir müssen das strategisch nur besser machen. So. Das wird schon. Und zwar, ich muss Aggro ziehen und dann muss ich halt in eine Richtung gehen, wo die mich mit ihrem Bogen nicht mehr treffen. Und dann musst du halt einfach nur hoffen. Jetzt bist du dran. Genau. Oh, das sind vier. Scheiße, Bruder. Das sind vier Stück. Alter, wie die am Abgehen sind. So, hier treffen die mich nämlich mit ihrem Bogen nicht mehr. Oh, ich hab den falschen anvisiert. Ja, verschissen. Ah, der Plan geht nicht so gut auf, Alter. Das muss besser gehen. Wegen der Banditen. So, warte. Das muss besser gehen. Wahrscheinlich wäre hier ein Wechsel in den Nahkampf schlauer gewesen. Habe ich so das Gefühl. Ich hau mir mal eben wieder ein paar Tränke rein. Jetzt können wir ruhig mal einen Trank ruhig nehmen. Ne? Den Rest, den stärken wir uns dann eben noch wieder mit ein bisschen Heilpflanzen. Da geht es schon. Heilkraut. So. Aber optimal ist das noch nicht. Weißt du, da muss noch was gehen, sag ich mal. Ne? Da muss noch was gehen. 5, 6, 1. So, soweit waren wir, glaube ich, letztes Mal. Da habe ich die ersten beiden platt gemacht. Jetzt habe ich gar nicht gesehen, dass da noch zwei weitere lauern. Da ist halt noch ein Dude, der da sitzt. Und noch ein Dude. Seid ihr beide nur... Jetzt bist du dran. Die sind beide... Oh, aua, aua, ist doch gut. Die sind beide nur bogenmäßig unterwegs. Plan oder Möglichkeit wäre natürlich reinzulatschen und die wegzusnacken. Ich probiere mal mein Glück. Ich greife mal seitlich an und versuche die beide auch mit dem Bogen wegzukriegen. Das Problem ist, es sind halt zwei, ne? Zwei ist halt echt krass. Wenn es nur einer wäre. Schaffe ich es hier vielleicht nur ein Aggro zu machen? Ach, wir probieren mal einfach unser Luck. Jetzt bist du dran. Das hält ja so viel aus. Näher ran, scheiße, Bruder. Ja, warte. Oh, Kacke. Oh, scheiße. Okay, das war dumm. Das war dumm. Oh, Mann. Abhauen. Also, das hätte klappen können, aber das war dumm. Ich wollte eben noch einen Trank reinsnacken. Das war kein guter Plan. Bleib stehen, du Lump! Oh, scheiße. Oh, jetzt hat er deinen Bogen rausgeholt. Okay, kacke. Ich glaube, das geht. Also pass auf, wir machen es nochmal. Der Plan ging gut. Ich glaube, wir gehen auch in Nahkampf über, ohne Scheiß. Wir gehen in Nahkampf über. Ich komme seitlich angelaufen, falle rein, mach den ersten platt mit dem Schwert. Das sollte gehen, weil der sitzt da ja noch. Bis der merkt, dass ich da bin, haben wir den weggesnackt und dann einfach zack zum zweiten. Und dann sollte das wohl klappen. Ich glaube, das geht. Lass mal ausprobieren. Also sieht kampferprobungsmäßig scheiße. Diesmal ist es nicht so gut gelaufen. Kampferprobungsmäßig bin ich einfach noch nicht so am Start. So, geht aber. Das muss halt noch besser werden, ne?
Das muss noch besser werden. Da bin ich ganz bei euch. Bogen, 14 Pfeile, Heilung. Und ein silberner Ring. Degen der Banditen, ein schwerer Ast. Bogen, Pfeile. Hier haben wir Bromors goldene Schale. Der Name Bromor ist mit einem scharfen Gegenstand in den Boden der Schale geritzt worden. Ach, ich erinnere mich noch. Ihr erinnert euch noch an Bromor, der seine Schale vermisst? Dann sind wir ja auf dem richtigen Weg, ne? Degen der Banditen. Alter, hier ist ja richtig was an Waffen an Start. Also hier sehen wir, wo die ganzen Waffen hinkommen. Pech. Gletscherquarz. Degen der Banditen und eine alte Steintafel. Silberner Kerzenständer. Okay, wir machen also ein bisschen Progress. Hier, Lieferung. So, was steht da drin? Lieferung. 15 Kurzschwerter, 20 Degen, 25 Laib Brot, 15 Flaschen Wein. Das war das letzte Mal. Die Sache wird mir langsam zu heiß. Fernando. Ah, da wäre eine weitere Möglichkeit gewesen, um Fernando als denjenigen, zu identifizieren, der hier mit den Banditen handelt. So, mir geht langsam so mein Heilscheiß aus, habe ich das Gefühl. Oder? Wie seht ihr das? Snack mir hier mal eben die Wurzeln weg. So. Dann die Truhe geöffnet. Links. Okay. Links, rechts, rechts. Was haben wir hier? Ein bisschen... Ja, geht so, ne? Das geht ja so, da könnte noch mehr gehen. Und was haben wir hier noch drin? Rechts, rechts, links. Rechts, rechts, links, rechts, rechts. Rechts, rechts, links, rechts, links. There we go. 17, dann haben wir ein grobes Kriegsbeil. Noch mehr Pech und Käse, ne? Käse kannst du immer reinsnacken, ist nie verkehrt. Dann da hinten noch ein Fellknöderich. Und damit würde ich sagen, war diese kleine Reise doch von Erfolg gekrönt. Was ist hier noch los? Reptilienhaut. Brot. Ein Trank. Schinken. Degen der Banditen. Lucias Abschiedsbrief. Wer war denn Lucia? Checken wir gleich nochmal. Oh, war hier noch was? Kamera, Kamera, Kamera. So, Lucias Abschiedsbrief. Der Name kommt mir vertraut vor. Lieferung. Nachricht. Lucias Abschiedsbrief. Liebster Elbrich, mir fehlen die Worte, um zu beschreiben, wie leid es mir tut. Ich weiß, dass du es nicht verstehen wirst, aber ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es besser für uns beide ist, wenn du mir ein anständigeres Mädchen, wenn du dir ein anständigeres Mädchen als mich suchst. Von dort, wo ich jetzt hingehe, werde ich nicht mehr zurückkehren. Vergiss mich. Eine Dirne wie ich ist nicht für so einen aufrechten Kerl, wie du einer bist. Leb wohl, Lucia. Der gute Elfrich, den Namen hatten wir auch schon. Jetzt ist die Frage, wo war der nochmal? Okay, aber dann können wir denen nämlich Bescheid sagen, was mit seiner Liebsten passiert ist oder wo sie hin ist. Okidoki. Speichern. Speichern. 5, 6, 2. So. Habe ich das 5, 6, 2 genannt? Sind wir bei 5, 6? Ja. Okay, meine Lieben. Erstmal wieder eingerufen nach so einer Woche Pause, ne? Also, da unten sehe ich noch was zum Looten. Heutiger Plan oder überhaupt der Plan ist, wir sind jetzt primär erstmal auf Suche nach den... Nach den Blutkelchen. Denn, wie mir der gute... Ja, jetzt ist meine Nachricht natürlich weg. The Scott war es, glaube ich. Grüße gehen raus an The Scott. Wie mir der gute Scott und auch der Prinz Schoffel mitgeteilt haben, ist diese Quest... zeitgebunden. Das bedeutet, wir haben gar nicht endlos Zeit, uns diese Feuerkelche zu snacken. Und deswegen werden wir unsere kleine Erkundung hier eben fix abbrechen. Gehen nochmal schnell zurück nach Corinis. Ich weiß, der ein oder andere schreit jetzt wieder laut auf. Aber wir müssen noch ins Rathaus. Da finden wir noch einen weiteren. Und das dürfen wir ja jetzt. Jetzt haben wir ja von Lee sozusagen die Erlaubnis bekommen, dass wir da was überbringen sollen, übermitteln sollen an Nachricht. Insofern geht das jetzt. Und dann... müssen wir noch die letzten beiden weiteren finden, wo ich aber dank The Scott und Ben Schoffel nun auch weiß, wo die sind. Und deswegen sollten wir das eben schnell noch machen, weil das, wie gesagt, halt zeitlich begrenzt ist. Das wusste ich nicht. Ich dachte, man kann sich da endlos Zeit lassen, aber nope. So ist es nicht.
So, deswegen legen wir da mal eben munter los. Guten Morgen, hallo. Wollen wir den wieder ein bisschen ärgern? Nee, ne? Das bedeutet für uns leider, wir latschen erneut zurück nach Korin. Ist aber nicht so schlimm, dann können wir auch mal bei der Taverne nochmal vorbeischauen, gucken, ob da jetzt unser kleiner Plan aufgegangen ist mit dem Austauschen des Wacholders durch Wasser. Können wir dann eben auch noch abändern. Und ich wollte mir ja noch den Meisterdegen wegsnacken. Hier vorne wäre ja jetzt wohl die Gelegenheit. Mir wurde mitgeteilt, dass er hier eine Waffe im Angebot hat, mit der das wohl geht. War, glaube ich, auch der Prinz Schoffel oder der Andi. Ich habe meine Notizen leider gerade nicht auf, deswegen kann ich es nicht sagen. Ich bin ja immer so nett und schreibe mir jetzt inzwischen die Namen auf, damit ihr nicht traurig seid, wenn ich euch verwechsle. So, aber ihr kennt ja mein Namensgedächtnis. So, zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Die Auswahl ist nicht sehr groß. Du, das macht nichts. Hauptsache, du hast was knallt. So, Schaden. 110, 110. Das kann ja eigentlich nur noch das edle Bastardschwert sein. Oder die fette Axt, aber ich denke, es ist das Bastardschwert, weil er möchte, glaube ich, ein Schwert haben. Der Junge ist nicht mit dem Degen unterwegs, der möchte ein Schwert haben. Und wir probieren es jetzt einfach mal. Ich kaufe jetzt mal für schöne 1,1 dieses wunderbare, edle Bastardschwert. Rein damit und wir können ja vielleicht auch mal ein paar Heiltränke. Ich glaube, Heiltränke snacken wir uns jetzt auch mal. What the fuck? Das war keine ein Bonus für Lebensenergie, 1500. Nice, aber ist es mir noch nicht so wert, muss ich sagen. Amulett der Kraft, Stärkebonus von 10. Was tragen wir aktuell amulettmäßig? Sind wir amulettmäßig momentan ausgerüstet? Schutz vor Waffen, ja, bleiben wir, glaube ich, erstmal bei. Judy, Dankeschön, E-Roll, ne? Hau erstmal rein, du. Hau erstmal rein. Wobei, ich kann bei dir eigentlich nochmal Schrott verkaufen, ne? Komm her. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Die Auswahl ist nicht groß. Ja, ich habe so viel Zeug am Start. Jetzt mal ein paar Waffen haben. Das ist wirklich nicht mein Problem. Das und das. Degen der Banditen. Gönn dir mal. Hebe ich mal noch einen auf. Sag mir das nicht, kann du weg. Hast das nicht gewusst. Jetzt sag mir nicht, du wusstest das nicht. Kann doch nicht sein. Silber und so heben wir wie immer auf. Das können wir in Korinis direkt abgeben. Okidoki. Immer wieder dieselbe Leier. Ende. Gut, damit hätten wir das auch. Dann ab nach Korinis. Tja, ja, also wie gesagt, das machen wir jetzt erstmal. Blutkelche. Dann, upala. Wenn wir die Blutkelche haben, wie gesagt, erstmal noch hier oben die Gegend erkunden. Hier sind noch viele Bereiche, die wir noch nicht gesehen haben. Einmal die oberen Felder, die verboten sind. Da müssen wir nochmal lang. Dann vorne bei der Taverne geht es noch in Richtung Minental. Da waren wir auch noch gar nicht. Da gehen wir einfach auch nochmal lang. Hinten den Wald haben wir noch nicht komplett zu Ende erkundet. Das bedeutet, da ist erstmal ein bisschen Monsterklopper angesagt. Und wenn das soweit fertig ist, haben wir vielleicht noch ein Level am Start. Das wäre nice. Dann könnten wir noch ein bisschen Geschicklichkeit hochpumpen. Einmal müssen wir, glaube ich, noch. Und ja, dann würde ich den Leuchtturm angehen und die Brücke. Ja. Das wäre so der Plan. Und wenn wir damit dann durch sind, ist, glaube ich, soweit, dass wir in Kapitel 2 vorstoßen. Schätze ich mal. Greg Schätze müssen wir auch noch finden. Ist auch noch unterwegs. Müssen wir auch noch machen. Guten Tag, Orla. So. Das ist es nicht. Wo sind die beiden? Sind die jetzt fertig? Die sind ja immer noch am Saufen. Es wäre gewagt, seinen Geldbeutel zu stehen. Lassen wir erstmal. Also die beiden sind eh noch am Saufen. Dann lassen wir die mal noch machen. Bedeutet aber, wir sind zeitlich noch gut dabei. Dann könnte diese Quest noch funktionieren mit den Blutkelchen. Das würde mich jetzt ja sehr ärgern, wenn das nichts wird, ne? Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Und dann sowas, ne? Das ist auch noch zeitlich begrenzt. Aber gut, kriegen wir hin. Das kriegen wir all hin. Dann wurde sich noch gewünscht, dass ich, wenn es nachts ist, immer mit der Fackel rumlaufe, weil es auf einigen Bildschirmen doch sehr dunkel ist. Ich werde diesem Wunsch gerne nachkommen. Und in der Dunkelheit, wenn es sich anbietet, es sei denn natürlich, wir schleichen gerade irgendwie, dann muss ich jetzt nicht unbedingt mit der Fackel rumlaufen. Ansonsten werde ich das gerne tun. Das kriegen wir hin, ne? So. Nu aber. Ah, mir fehlt auf jeden Fall, ich habe noch nicht so den Plan, wie ich am besten gegen Menschen vorgehe. Ich bin, glaube ich, noch ein bisschen zu wurstig. Wir brauchen auch noch ein bisschen Stärke und noch ein bisschen mehr Geschick mit dem Schwert. Und ich denke, dann geht es schon. Das war bei Gothic 1 halt easier, ne? Da hast du einmal den Rhythmus gelernt und danach war eigentlich alles scheißegal. Da hast du alles mit platt gemacht, ne? Hier musst du ein bisschen auf die Bewegungsmuster der Gegner achten und dann immer genau in dem Moment, wenn die angreifen, draufhauen und bei Menschen halt blocken. Das geht, solange das einer ist, komme ich da eigentlich recht gut mit klar. Sobald aber mehrere Menschen auf einmal mich angreifen, dann habe ich Probleme. Ja, dann komme ich da nicht so ganz mit klar. Da müssen wir noch ein bisschen gucken, aber auch das kriegen wir hin. Nach und nach, ne? Geh mal auch, geh mal auch.
So. Bam. Bam. Wir versuchen jetzt erstmal ins Rathaus zu kommen. Das Wichtige ist, wir dürfen mit dem Dude noch nicht schnacken. Sonst startet Kapitel 2. Das wollen wir noch nicht. Das wäre zu weit. Guten Tag, hallo. So. Legen wir damit mal los. Wie sieht es denn eigentlich hier aus? Kann ich hier rein? Ach gut, da steht natürlich mal direkt so eine Wache, die da am Gucken ist. Oh. Spiel, stürzt du jetzt ab? Nein. Ach, erzähl mir nicht sowas. Vielleicht sieht er es nicht. Wenn ich jetzt da versuche reinzugehen. Ich hab was anderes gehört. Oh. Hey. Mein Mann sieht das anders. Ja, raus mit dir! Da müssen wir nämlich auch noch rein. Aber gut. Das klappt jetzt noch nicht. Dann machen wir das wieder des Nächtens. Irgendwann abends muss es gehen. Ich hab da meine eigene Meinung. Aber Adanos fürchtete sich vor dem Tag, an dem das Tier auf das Land zurückkehren würde. Adanos hat auch immer nur Angst, ne? Immer am Fürchten ist sich der Junge. Kannst dir gar nicht ausdenken, sowas. Ja, hier musst du echt mit den Meinungen aufpassen, ne? Sonst gibt's ja volles Pfund einen aufs Maul, ne? So. Also, Ziel ist jetzt einmal das Rathaus. Darin befindet sich auch ein Blutkelch. Vielleicht kann man den so wegsnacken. Muss man mal gucken. Vielleicht müssen wir da nicht schleichen. Dann bei Zuris in der Kiste. Beziehungsweise bei Bertram oder so, wie der heißt. Aber der wohnt aktuell bei Zuris. Da in der Kiste. Halt! Halt! Nur Männer, die im Dienste des Königs stehen, haben Zutritt zum Rathaus. Ich muss mit Lord Hagen sprechen. Weißt du, wie oft ich das schon gehört habe? Du kannst nicht rein. Wenn du es trotzdem versuchen solltest, muss ich dich töten. Das habe ich nicht vor. Kann ich euch halt. Halt! Nur Männer, die im Dienste des Königs stehen, haben Zutritt zum Rathaus. Ist mir schon klar. Lass mich durch, ich komme als Bote der Söldner. Na schön. Aber ich warne dich. Wenn du hier Ärger machst, wirst du keine Zeit mehr haben, es zu bereuen. Ja, keine Sorge. So, warte, bevor wir jetzt da auszusehen irgendwie in Kapitel 2 progressen, ne? Eben kurz gesaved und dann rein da. Ich gucke jetzt erstmal, ob ich rausfinde, wo sich der gute Kelch befindet. Hallo? Cornelius. Da ist der Blutkelch. Soll ich mal versuchen, ihn wegzusnacken? Einfach so? Laris, der kann mich ja gar nicht sehen jetzt. Geil. Aufhauen. Okay, das war easy. So, wir kommen wieder. Keine Sorge, wir kommen ja wieder. Dann klauen wir hier noch mehr. Erstmal den Blutkelch weggesnackt. So. Nun noch 2 Stück. Die finden wir auch noch. Und zwar Zures Kiste. Das habe ich ja schon mehrmals versucht, aber da ist immer einer. Immer wenn ich da hin will, ist da irgendwer. Juckt. Und dann haben wir natürlich noch die Kiste des Geldverleihers im Hafen. Der hat tatsächlich nämlich auch so ein Ding. Da weiß ich noch nicht, wie wir da rankommen. Müssen wir den umknötzen und dann die Kiste? Pennt der irgendwann auch mal? Ich habe den noch nie pennen gesehen, weißt du? Deswegen, ich würde sagen, wir machen jetzt schön Nacht. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Und dann versuchen wir unser Glück, ne? Ich weiß da langsam auch nicht mehr, was ich da noch glauben soll. Mich wundert da auch einfach nichts mehr, ne? So, dann hätten wir das nämlich auch erledigt. Ich bin auch guter Dinge. Ich glaube, das geht noch. Also, wir scheinen zeitlich noch nicht zu lange gewartet zu haben. Das wird schon. So, kurz pennen gehen. Moin. Sie ist auch immer im Dienste, ne? Die Frau ist immer im Dienst. Die schläft einfach im Stehen, mit einem Auge offen. Bis Mitternacht. So, bis Mitternacht pennen und dann geht's mal wieder los mit einer kleinen Diebstour, nicht wahr? Habt ihr Bock? Ich habe auch Bock. Auf geht's. Jetzt wird entspannt geklaut. Wie sieht's denn eigentlich heldenmäßig aus? Ah, wir brauchen noch einiges für die nächste Stufe. Schade. Na gut. So, hier sind auf jeden Fall alle gerade beschäftigt. Das ist sehr schön. Ich mache mal jetzt eine Fackel an, damit ihr euch, damit ihr mehr seht. So. Ja, Hahn, ist doch gut. Du musst entspannt bleiben, Hahn.
So, meine Lieben, ihr hört den Horn leider schon wieder krähen und ihr wisst leider auch, was das bedeutet. Wir machen dann an dieser Stelle erstmal so einen ganz kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst es meine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.